Italiens Ministerpräsident Giorgia Meloni ist kritischen Äußerungen von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi über den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky entgegengetreten. Melonis Büro erklärt, die italienische Regierung unterstütze die Ukraine, so wörtlich fest und überzeugt. Berlusconi hatte zuvor zu einem Treffen von Meloni und Zelensky am Rande des EU-Gipfels in Brüssel gesagt, wenn er noch Regierungschef wäre, hätte er Zelensky nicht getroffen. Der 86-Jährige fügte hinzu, wenn Zelensky aufgehört hätte, die beiden Separatistenregionen im ostukrainischen Donbass so wörtlich anzugreifen, wäre es gar nicht erst zum russischen Angriff auf die Ukraine gekommen. Zelensky beurteilte er sehr, sehr negativ, sagte Berlusconi weiter. Berlusconi, der dreimal italienischer Regierungschef war und dessen Partei Forza Italia nun an Melonis ultrarechter Regierung beteiligt ist, hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin jahrelang als guten Freund bezeichnet. Meloni hat sich stets gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine positioniert. Am Donnerstag hatte sie Zelensky in Brüssel getroffen und mit ihm über einen möglichen Besuch in Kiew gesprochen.